Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Oh Gott, jetzt geht's schon wieder los hier. Egal. Warte, obwohl das letzte ja beheben, ne? Wir haben es herausgefunden. Ich glaube, es war der hier. Ich glaube, ich muss das Lenkrad rausziehen. Das war's, ne? War's das? Ja, sehr gut. Ja. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed. Heat. Ich wollte gerade, ich muss gerade kurz checken, dass die. Ich hatte gerade noch gar nicht die Audiopegel hier gecheckt. So. Ja. Ich hoffe, es ist alles gut. Wir haben auch kein Fiepen drin, ne? Sehr gut, weil es kommt. Leider kommt ein ganz leichtes Fiepen mit durch den. Anschluss, ich hatte ja erzählt, dass ich für The Last of Us Part 2 habe ich ja den Monitor hier rumgeholt. Jetzt bin ich doch zu hell. Ich habe mich heller gemacht, weil meine Hautfarbe sonst. Guck mal, wenn ich das. So wie ich sonst immer bin, ich bin sonst so rot. Aber hier, meine Stirn glänzt schon. Ich müsste irgendwie mich da so abpudern oder so, wie so Schauspieler das machen. Aber da habe ich keine Lust drauf. So. Irgendwo ist ja auch mal Schluss hier, ne? Kommt mir gerade sehr leise vor. Ich habe aber gerade sehr laut Need for Speed Shift gespielt. Ich wollte es mal probieren. Es funktioniert jetzt endlich wieder. Also jetzt, ich glaube, ich hatte es jetzt extra nochmal auf Steam neu gekauft, weil es gerade günstig war. Aber ich glaube, es müsste jetzt bei euch auch so wieder gehen. Also jetzt, wo die. Weißt du, immer wenn ich denke, ich habe die letzte Beule an dem Camaro beseitigt, finde ich eine neue. Falls ihr also bei Need for Speed Shift auch das Problem hattet, dass ihr es mal wieder spielen wolltet, es aber nicht ging, weil es dann versucht, die Lizenz mit dem Server abzugleichen und es den Lizenzserver nicht mehr gibt und ihr deswegen das Spiel nicht mehr starten konntet. Ich glaube, es liegt halt daran, dass die EA-Spiele, dass die ja jetzt wieder auf Steam verfügbar sind. Alle. Und es dürfte jetzt wieder gehen, glaube ich. Probiert es mal aus. Falls ihr mal wieder Shift spielen wolltet und es hat bei euch nicht funktioniert, probiert es jetzt mal aus. Ich glaube, es geht wieder. So, ich glaube, die haben das rausgepatcht. Dass es euch jetzt dann wirklich auf Origin gehört. Also, dass es jetzt eine über Origin lizenziert ist. So. Was wollte ich eigentlich machen? Ja, keine Ahnung. Ich hatte nur Lust, also Need for Speed war gerade das Spiel, auf das ich am meisten Bock hatte. Ich wollte noch was machen, genau. Optik-Tuning, tatsächlich. Habe ich mir gedacht, ich wollte eigentlich ja auch noch irgendwie hier was machen, ne? Habe ich mir so gedacht. Denn eigentlich wäre das total cool, wenn wir hier so. Wir haben hier diesen geilen Scheiß. Ich muss mir angucken, was wir alles so haben. Ich würde es eigentlich total cool finden, wenn wir da noch so ein paar Zierkanten, sage ich mal, drauf tun würden, die die gleiche Farbe wie der Lack sind, nur halt in matt. Und das ist ja auch so ein Spaß, ne? Das ist hier, ich finde, das ist hier nicht so ganz so toll sortiert, ehrlich gesagt, die Dings. Also ich habe bis heute eigentlich nach wie vor dauerhaft Probleme eigentlich mit der Sortierung hier bei Need for Speed Heat. Das ist das Einzige, was mir an dem Spiel echt nicht so gut gefällt. Ansonsten liebe ich das Spiel. Da haben die sehr, sehr vieles richtig gemacht. Ja. Halt sowas hier dann, ne? Zum Beispiel sowas wäre doch was. Wenn ich das jetzt spiegeln kann. So, genau so. Genau an sowas habe ich gedacht. Und vielleicht ein Tick größer. Na, kann ich. Oder halt auch gar nicht mal größer. Eigentlich sieht es genau so geil aus, wie es ist, oder? Ich finde schon. Jetzt müssen wir noch wieder die Ebene da drunter tun, genau. Und die Farbe ändern auf. Und das ist jetzt natürlich die Frage, was ist denn überhaupt die Lackfarbe? Da müssten wir wohl einmal auf die Farbe gehen, rausfinden, was aktuell ist. 009 Metal Flake Klein. 009 Metal Flake Klein haben wir, okay. Also machen wir. 009
es nicht mehr zu sehen ist. Es ist wirklich nicht mehr zu sehen. Und dann, ach so, geht nur mit. Aber ich kann hier Glanz. Kann ich komplett rausmachen. Zack. Was sagt ihr? Cool, nicht cool? Wenn man davon noch ein paar mehr Dinger macht, finde ich, das, also könnte das halt ganz cool sein. Das gibt dem Wagen einfach halt so einen Kick, den man nicht gleich sieht, aber der den Wagen schon einfach schöner macht, finde ich. Ist natürlich Geschmackssache. Andere Seite kopieren. So, jetzt muss ich bestimmt auf der anderen Seite das drehen, weil es dann nicht gespiegelt wurde, richtig? Oh, sieht gut aus, oder? Na, sieht gut aus. Das ist korrekt. Cool. Dann können wir mal auf der Seite hier. Achso, da muss ich das auch noch wieder hinter den anderen Krams tun. Mal so sieht das nämlich dann auch gleich hier. Weiß nicht. Alles nochmal schicker aus. Finde ich. Dann machen wir uns mal noch was anderes Schickes. Und zwar passend dazu vielleicht. Ich hatte doch eben was gesehen. Hier, das Ding da oben. Vielleicht ein bisschen hier so gut mit der Kante auch anpassen, dass es einigermaßen geil aussieht. So. Also ich finde es ganz cool. Auf der anderen Seite cool aus. Das ist jetzt fast, vielleicht ist es halt fast jetzt schon ein bisschen doll dunkel, dass man es doch zu doll schon sieht. Jetzt muss ich das Metall, wahrscheinlich nochmal den Metalleffekt dann doch wieder rausnehmen. Aber an sich warte mal, muss ich das auf beiden Seiten einzeln machen? Tatsächlich. Ist ja weird. Ist schon ein bisschen komisch, oder? Das ist halt die Frage, hat das. Ach nee, der speichert das immer nicht mit, ne? Ich muss das da auch nochmal machen. Das hat auch noch Glanz. Weil der die immer aber so im Licht sieht man es dann doch ein bisschen doll schon, ne? Auf der Seite ist es ganz schön stark. Ich finde es trotzdem so cool, deshalb würde ich es jetzt nicht ändern. Ich finde es ganz cool. Ich finde, wir lassen das so. Ich hätte hier zwischen noch gerne irgendwie einen anderen Streifen, aber ich weiß nicht so ganz, was ich da machen soll. Hier vorne vielleicht. Vielleicht finde ich was. Und dann soll es auch wieder, also mit dem Spiel wirklich weitergehen. Wir haben ja sogar ein bisschen hier storyartig schon letzte Folge weitergemacht. Das können wir gerne mal so weiterführen, finde ich. Muss man ja tatsächlich sagen. Ja, und ich muss mich auch echt dran halten. Ich habe auch gedacht, ich will irgendwie, irgendwann mal möchte ich auch mal ein Need for Speed Spiel durchspielen. Und ich muss mich auch schon wieder ranhalten, weil schon wieder so viele Spiele kommen. Also ich meine, es ist ja halt, es kommt bald hier Little Hope. Und Watch Dogs habe ich jetzt schon vorbestellt, kommt halt nächste Woche schon, glaube ich, oder übernächste Woche. Watch Dogs Legions, das spiele ich natürlich auch. Und ich muss auch mal schauen, wann ich dann irgendwie mal dann dazu komme, hier Tell Me Why zu spielen. Das wollte ich eigentlich auch ursprünglich direkt spielen, aber irgendwie hat es sich dann in dem Moment nicht so ergeben. Da hatte ich gerade nicht so Zeit und dann
Ja, das werde ich jetzt wahrscheinlich dann also wirklich wann völlig anders spielen, wenn es wahrscheinlich schon so ziemlich jeder gespielt hat, ist dann halt so. Aber irgendwann wird es das wahrscheinlich noch mal geben auf meinem Kanal. Und das auch noch dazu. Ich weiß nicht, ob das doof aussieht mit diesem, wie sich das dann hier weiterführt von der Linie. Also ich habe gerade gedacht, das ist vielleicht cool, wenn sich wenigstens überhaupt von dieser Linie so ein bisschen weiterführt. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich cool ist. Bin ich jetzt gerade bei der Feinsteuerung, ne? Ich weiß nicht, ob das wirklich cool ist oder ob das scheiße ist. Ich könnte verstehen, wenn ihr der Meinung seid, dass es sei scheiße. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich finde es ganz okay. Besser als ich gedacht habe. Von daher würde ich das dann doch tatsächlich auch so nehmen. Mal kurz checken hier nochmal, ob es die. Ja, okay, dann behält es das. Okay, es lag tatsächlich daran, dass ich es nicht. Dass, wenn man das halt wieder applied, dass das dann ein Problem gibt. Okay. Ja, cool, weil ich finde, dann haben wir nämlich hier endlich mal einen Wagen, der so ein cooles Design hat. Wenigstens relativ. Und dann, stopp, ich muss auf die Map gehen, weil ich Dings habe. Und ich muss mal gucken, wie lange jetzt der Controller hält. Das ist auch so eine ganz spannende Story. Das ist nicht die Karte. Aber das sehe ich gleich. 240 und 205. Irgendwo haben wir noch ein niedriges Rennen, das weiß ich noch. Da kann man das noch ein 200er. Nehmen wir mal. Was Drift Trial, da habe ich keine Lust drauf. Rundkursrennen, guck mal, da fahren wir mal hin. Es ist so, ich hatte für den Xbox-Controller zwei Akkus. Ich hatte so billige Akkus bestellt. Hey, sorry, dass du unseren Streit mitbekommen hast. Ist Lukas noch sauer? Das wird schon wieder. Ja. Willst du was echt Schräges hören? Ich habe eine Nachricht wegen meines beschlagnahmten Wagens gekriegt. Von wem? Weiß ich nicht. Aber wer es auch ist, will ein Treffen. Ist das eine Falle? Das ist spannend. Naja, Treffpunkt ist der Parkplatz nördlich vom Strand. Da werden eine Menge Leute sein. Könntest du trotzdem? Bin dabei. Danke. Ja, ich komme gleich. Wir sehen uns da. Machen wir gleich nach dem Rennen, finde ich. Machen wir einfach mal direkt, damit wir weiterkommen. Wir müssen uns treffen. Ich habe ein Angebot, von dem wir beide profitieren. Ich warte auf dich. Was war das jetzt? So oder so wollte ich erzählen, ich habe halt für den Xbox-Controller Akku gekauft. Ein Zweier-Set, billige 16 Euro Amazon. Die Standarddinger, die eben vorgeschlagen werden, als erstes, als normale Akkus, die reingehen in den Controller. Denn was ich absolut nicht haben wollte, war so ein Akku mit einer Klappe. Ich finde das so einen schrecklichen Design, doch die Vorstellung, dass du dann einen zweiten Micro-USB-Anschluss da dran hast, weil du nicht über den Anschluss im Controller den Akku laden kannst. Die Vorstellung finde ich einfach schrecklich. Das geht für mich irgendwie gar nicht klar. Zudem dann noch die Tatsache, ich habe mir jetzt einen zweiten Xbox One-Controller gekauft. Weil ich es einfach aufgegeben habe mit EA-Spielen, dass bei EA halt das wirklich, die Xbox One-Controller auch über Steam, es funktioniert einfach nicht. Sie sind die einzigen Controller, die wirklich funktionieren. Und bei A Way Out war einfach das Problem, dass es halt schon jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr möglich war, einen anderen Controller, also da zwei Spieler hinzukriegen, dass zwei Spieler über Remote Play. Ich habe endlich den Grill in den Camaro eingebaut. Er sieht jetzt langsam wieder so aus wie früher. Das ist schön. Brauchst du noch Hilfe? Danke, aber ich glaube nicht. Der Rest ist vor allem kosmetisch. Der Wagen bedeutet hier viel, hä? Ich weiß noch, wie Papi mit mir zum ersten Mal über den Raceway gefahren ist. Ich war damals vielleicht 5 und habe mit ihm direkt hinterm Lenkrad gesessen. Er hat mich wie ein Rennkommentator angefeuert. Das war für mich der schönste Sieg aller Zeiten. Hör zu, ich muss Schluss machen. Ihr wartet Kundschaft. Pass auf dich auf, ja? Du auch. Achso, das war gar kein. Oh, das ist ein Drift. Oh, scheiße.
Ich dachte, es wäre ein Blitzer gewesen. Ist ja auch egal, ich meine, ich gebe ja eh nichts drauf, aber nee, also mit A Way Out, es ging gar nicht mehr, dass man zu zweit irgendwie mit Controllern spielen konnte, also zumindest nicht über Remote Play, halt über Steam. Jetzt inzwischen kann man A Way Out natürlich auch über Steam kaufen, dann soll das, also laut Steam funktioniert das dann alles zumindest natürlich. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das da dann funktioniert. Ist halt toll, dass es, ja, wenn man es über Origin hat, nicht funktioniert. Dass sie das dann nicht mal mitpatchen können oder so. Aber es ist klar, ich weiß, Origin möchte nicht unbedingt mit, EA möchte nicht unbedingt zu 100% mit Steam kooperieren und so, obwohl sie es da ja jetzt im Prinzip machen. Ist ein bisschen unnötig, dass wenn du das Spiel über deren Plattform dann wiederum hast, dass das dann nicht geht mit dem Steam Remote Play ordentlich. Aber ich meine, wie gesagt, das liegt halt daran, weil es dann nativ Steam unterstützt, ist natürlich das andere, weil du es ja auf Steam besitzt, so kannst du es ja nur als Steam-fremdes Spiel hinzufügen. Das macht natürlich einen entscheidenden Unterschied. Also das ist nicht halt dafür optimiert. Die anderen sind jetzt dafür optimiert und jetzt hatte ich halt die Wahl. Ich hätte auch jetzt für 2 Euro mehr im Jahr mein Abo wechseln können. Ich hätte halt umziehen können und ja, umziehen ist leider die einzige Möglichkeit, die es gibt mit dem Origin, also mit dem EA Access Abo, beziehungsweise, also jetzt heißt es ja EA Play. Du kannst halt mit dem EA Play Abo auf Steam umziehen, das wäre halt das Einzige, was du machen kannst, aber die einzige Lösung, wie du das machen kannst, ist halt eben, also du kannst halt nicht wirklich umziehen, du kannst halt nur tatsächlich dein Abo kündigen und bei Steam ein neues machen. Und das finde ich ein bisschen doof. Und vor allem, ja, würde es in meinem Fall bedeuten, dass ich dann halt 2 Euro mehr im Jahr zahlen würde. Ich meine, klar, 2 Euro mehr im Jahr sind nichts. Also sind halt wirklich, es ist halt wirklich nichts. 2 Euro mehr im Jahr. Aber, da hatte ich halt die Wahl, das oder halt einfach einen neuen, wie gesagt, das Abo ändern oder halt einfach noch einen zweiten Xbox-Controller kaufen. Also habe ich einen zweiten Xbox-Controller gekauft. Und da ist halt eben das Ding, der zweite, den ich gekauft habe, ist schwarz. Meiner, den ich hier benutze, ist weiß. Das hätte also bedeutet zudem, dass ich das halt mit dem Design nicht mag, erstens eine andere Klappe dran zu haben, zweitens da dann halt noch einen zweiten USB-Anschluss dran zu haben, den man zum Laden benutzen muss. Nicht nur, dass ich das scheiße finde, dazu wäre halt eben gekommen, dass ich 2 Akkus hätte kaufen müssen. Also 2 Zweier-Sets Akkus mit Klappe hätte ich kaufen müssen. Weil ich halt eben ein Zweier-Set in weiß und eins in schwarz hätte kaufen müssen, wenn ich möchte, dass meine Controller wegen Salpix anständig aussehen. Deshalb war das für mich keine Option, also habe ich die für 16 Euro bei Amazon die Dinger gekauft, die halt einfach reinpassen. Und ja, die passen aber nicht rein. Die Dinger sind einfach mal 1 Millimeter zu dick. Ich weiß nicht, was sich die Leute dabei gedacht haben. Die Dinger sind 1 Millimeter zu dick. Damit die reinpassen, liefert der Hersteller extra Klappen mit, auch Ersatzklappen. Der einzige Unterschied bei diesen Klappen ist aber, dass die Nasen, mit denen die Klappen halt im Controller sitzen, keine Widerhaken haben, so wie die Originale. Und dass die Klappen halt aus noch ein bisschen billigerem Plastik sind, sodass sie halt noch ein bisschen biegsamer sind. Trotzdem musst du die mit den Klappen halt das richtig da reinquetschen und es sitzt dann unter absoluter Spannung und die Klappe geht kaum noch wieder zu öffnen, weil der Akku halt eben einfach 1 Millimeter zu dick ist. Die habe ich also zurückgeschickt und habe dann jetzt doch für den hier halt eben wahrscheinlich wesentlich kürzer, also ein wesentlich kürzer mit einer Ladung haltenden Xbox Original Akku gekauft, zum gleichen Preis für einen, den sonst halt da 2 kosten bei Amazon. Und ich habe jetzt halt für den anderen Controller, für den ich nicht so oft benutze, habe ich jetzt halt Wechselakkus gekauft bei Amazon. Also die man halt im Akkuladegerät dann lädt. Ich meine, was soll's. Aber ich möchte, in meinem Controller hier möchte ich schon einfach halt einen Akku drin haben, der so funktioniert, dass ich halt wirklich einfach an den Xbox-Controller, an seinen eigenen Port, ein USB-Kabel anschließe und somit den Akku auflade. Das ist mir schon irgendwie wichtig. Sehr schade, dass ich da jetzt nur das Original kaufen konnte. Warum hat der Controller sich jetzt... Hallo? Wait a second. Stop it, please. Hallo? Hallo? Der Controller hat sich gerade abgemeldet. Geht's noch?
Danke, danke Need for Speed und Controller und was nicht alles. Was mache ich jetzt? Ich kriege ihn gerade nicht wieder. Jetzt muss ich erstmal den Stick drücken. Aber den Stick, der will jetzt irgendwie nicht anfangen zu blinken, weil der sich als gekoppelt fühlt oder so. Danke. Vor allem, ich kann nicht mal auf der Tastatur halt irgendwie jetzt Escape drücken oder so. Der hat sich auch komplett aufgeregt, der Controller, der hat immer noch Vibrationen. Oh Leute, Microsoft, das kann nicht euer Ernst sein. Dass halt nicht mal Microsoft selber das hinkriegt, die Sachen ordentlich. Oh, jetzt hat er ihn wieder. Jetzt sucht der Stick einen Controller, obwohl der hier wieder drin ist. Ja, cool. Ja, das Rennen müssen wir wohl neu starten. Das fand ich sehr schade, weil wir waren eigentlich sehr gut. Fast Pole Position. Ist okay. Ich finde das ganz schön ätzend, dass das hier momentan so scheiße läuft mit dem ganzen Controller-Kack. Ich meine, es muss doch möglich sein, dass es wenigstens von Microsoft selbst einen Controller gibt, der 100% einwandfrei mit dem PC funktioniert. Das muss doch irgendwie gehen. Ich finde das ganz schrecklich. Da sehne ich mich nach den Zeiten von früher zurück, als ich einfach kein Controller-Player war. Ich habe früher nie mit Controller gespielt und ich sehne mich ein bisschen dahin zurück, aber ich habe mich jetzt so an Controller gewöhnt. Ich bin einfach jetzt ein Controller-Mensch geworden. Bei allem außer halt eben, also außer First-Person-Shooter-artige Spiele oder halt eben andere, ja. Aber eigentlich nur, ich spiele eigentlich wirklich nur noch Shooter-artige First-Person-Spiele mit Maus und Tastatur. Alles andere halt, es liegt halt ein bisschen an Kingdom Come Deliverance. Da hieß es halt damals, dass es halt, dass das Kampfsystem mit Controller wesentlich besser funktioniert. Ich hatte selbst auch das Gefühl und entsprechend habe ich eben halt das Spiel angefangen, selbst mit dem Controller zu spielen. Und von daher, hat sich halt so ergeben. GTA habe ich halt auch am PC und immer mit dem Controller gespielt, weil es mir nicht, also weil mir da, also auch wenn man das, das Schießen auch bei GTA tatsächlich in First Person wesentlich besser funktioniert, als, also ich kann Schießen nach wie vor in jedem Spiel immer noch besser mit Maus und Tastatur und dann bitte in First Person, weil Third Person Schießen mit Maus und Tastatur geht gar nicht. Aber da ich in GTA sowieso außer halt Story wenig so, ich diese ganzen Heist-Sachen und so, das ist sowieso, finde ich, bei GTA Online alles so schwierig, da irgendwie nicht von anderen Leuten abgeknallt zu werden und so, dass ich so diese Sachen eh nicht spiele. Ich bin bei GTA halt auch viel mehr so der Rennfahrtyp und so. Von daher spiele ich GTA halt auch immer mit dem Controller und wechselt dann zum Beispiel bei Missionen, also bei GTA geht es ja auch, dass du halt einfach das Eingabegerät wechselst. Du kannst ja on the fly auf Maus und Tastatur wechseln. Das ist da ganz toll. Das heißt, es macht sowieso Sinn, grundsätzlich eigentlich mit dem Controller zu spielen und dann für Gefechte auf Maus und Tastatur und Ego-Perspektive zu wechseln. Dann kam ja Watch, also dann war ja auch vorher, eigentlich vor GTA auf dem PC schon, war ja dann halt Watch Dogs, da habe ich natürlich auch mit Controller gespielt. Obwohl, nee, Watch Dogs habe ich damals noch mit Maus und Tastatur gespielt, aber ich bin dann da auch auf Controller umgestiegen. Nach kurzer Zeit, als ich, ja, ich weiß gar nicht. Nach einiger Zeit bin ich auf jeden Fall, glaube ich, auf Controller umgestiegen. Ich glaube, ich habe Watch Dogs anfangs mit Maus und Tastatur gespielt. Aber seitdem, also so, Assassin's Creed hatte ich bis dato nicht gespielt. Die habe ich erst danach angefangen, die Assassin's Creed-Teile. Habe ich dann halt auch mit Controller gespielt. Also eigentlich spiele ich jetzt halt, und so hat sich das dann ergeben, dass ich jetzt halt eigentlich nur noch alles außer Shooter mit dem Controller spiele. Und natürlich alles außer halt, also, ne, es gibt ja so bestimmte Spiele, die sich einfach mit Controller nicht sehr gut eignen, so wie Sims und Planet Coaster.
und hier City Skylines, das sind halt so Spiele. Klar, die spiele ich halt auch mit Maus und Tastatur. Haha, ich hab den überrundet, Mann. Sogar euch, ich will mir vielleicht auch so ein Firebird holen. Wenn ich hier so durch diese Straßen fahre, also hier so über diese Hügel und so, denke ich, wäre es halt schon sehr cool, auch so ein Retro-Car zu haben. So, Controller hat sich übrigens wieder gefangen, der Stick blinkt auch nicht mehr. Ups. Der ist auch mal hübsch aufgeploppt. Ich finde unser Auto schön. Ich finde, der macht echt was her. Hat Stil. Vielleicht können wir hier vorne auch noch was verpassen oder so. Vielleicht auch hier noch ein paar, also so Marken-Decals, vielleicht noch auf der Seite ein paar Sponsoren. Haben wir ihn immer noch nicht gemacht? Ach ja, ist noch. Hä, driftet er nur am Hafen rum oder was? Hat er nichts anderes zu tun, den Mann? Irgendwie. Auf der Flucht. Ja. One moment. Ich möchte eigentlich erstmal zu meiner Freundin hier. Danach können wir auf der Flucht machen. Aber meinen coolen Wagen nicht. Ich finde den echt schick. Ich weiß nicht, bin echt zufrieden mit dem jetzt. Das ist Blitzer, ne? Okay, gut zu wissen. Ja, aber, ey. Nach wie vor. Wenn ich was bezieht, ist es schon echt cool, wie man wieder halt so ein bisschen. Es hat so ein bisschen wieder den alten Flair. Und ich fürchte, dass es halt beim nächsten Need for Speed vielleicht wieder kaputt geht, weil es halt wieder von Criterion ist. Ja, mal schauen. Mal schauen. Was ich halt gar nicht verstehe, ist, warum sie halt ein Remaster von Need for Speed Hot Pursuit gemacht haben. Ich verstehe es halt beim besten Willen nicht. Erstens ist das Spiel noch neu, das ist von 2010. Es ist definitiv nicht das Spiel, von dem sich lohnt, ein Remaster zu machen. Und dann halt das Allerbeste. Man bedenke, Need for Speed Hot Pursuit war ein Remake von dem dritten Need for Speed Teil. Der hieß Need for Speed Hot Pursuit. Und... Ups, der Drift war in die andere Richtung als geplant. Ich verstehe es einfach nicht. Warum macht man davon ein Remake? Also, nein, also das Remake, ich fand es damals gut, dass sie. Ich fand es damals echt okay, dass sie ein Remake gemacht haben. Das Spiel war ja auch gut. So, aber. Außer ich fand es nicht so toll mit diesen ganzen komischen Power-Up-Sachen. Aber ansonsten war das Spiel halt wirklich gut. Es war richtig schlecht. Es war richtig schlecht auf der Wii. Weil es einfach ein komplett anderes Spiel war. Da war es halt komplett nur noch Power-Up Mario Kart. Ich hatte es mir damals auf der Wii geholt, weil ich dachte so, ach ja, auch mal ein Spiel auf der Wii haben wäre ganz cool. Need for Speed Undercover war total cool auf der Wii. Es war anders als das PC-Spiel, aber es war auf eine coole Art anders. Da habe ich so gedacht, so ja, okay, cool. Warum nicht? Und ja, das war aber ein Fail. Also auf der Wii haben sie das Spiel total verkackt. Ist ja aber egal, weil so auf dem PC war es halt gut, fand ich. Und das Remake und so war ja auch okay, nach zigtausend Jahren von dem Spiel ein Remake zu machen. Aber warum man jetzt ein Remaster von dem Remake eines Spiels 10 Jahre später, okay, sind auch inzwischen 10 Jahre später, ja, aber warum man das jetzt macht, ich verstehe es nicht. Also wenn, dann hätte man halt auch ein gutes Remaster machen müssen. Und von allem, was ich bisher gesehen habe, ist es halt echt so, dass sie grafisch halt wirklich, also sie haben grafisch wirklich viel geupdatet. Sie haben wohl sogar die ganzen Car-Models erneuert, dass sie noch wesentlich besser aussehen. Das ist auch cool und ich bin mir auch sicher, es sieht auch wesentlich besser aus. Aber was ist der Haken an der Sache? Der Haken ist, wenn du die Spiele nicht direkt miteinander vergleichst, kriegst du einfach den Unterschied nicht mit. Weil man hat das Spiel lange nicht mehr gespielt und damals sah es halt verdammt gut aus. Und man hat tendiert ja dazu, Spiele dann doch ein bisschen hübscher in Erinnerung zu haben, als sie tatsächlich sind. Und insofern lohnt es sich halt einfach nicht. Aber ja, egal.
Hoffen wir, dass das nächste Need for Speed halt einfach trotzdem richtig gut wird. Vielleicht noch besser als Need for Speed Heat. Mal schauen. Need for Speed Heat ist auf jeden Fall super, finde ich. Und meine Tastatur liegt hier verkehrt rum drauf. Wow. Wo ist der Typ nicht, dass er abspringt? Hey. Na großartig, das hat gerade noch gefehlt. Warte mal. Die Nachrichten. Sind die von ihr? Das werden wir gleich erfahren. Ach, scheiß drauf. Du willst deinen Wagen wohl nicht wiederhaben. Ganz genau, Torres. Wir haben dich mit dem Geld gesehen. Wir wissen alles über den Scheiß, den ihr hier abzieht. Du denkst, du kannst uns verarschen? Kannst du nicht. Diese Aktion von neulich Nacht war ein Fehler. Habt ihr euch mal gefragt, wem das Geld gehört hat? Jemandem, der jetzt richtig angepisst ist. Wem? Nicht wem. Wir hören nicht auf sie. Frank Mercer. Er will euch finden und ausschalten lassen. Ach ja? Dann such nächstes Mal einen ruhigeren Treffpunkt aus. Du denkst, deshalb bin ich hier? Ich habe nichts davon gewollt. Es geht zu weit. Er geht zu weit. Irgendjemand muss ihn stoppen. Sollte das nicht dein Job sein? Klar, ich schreibe einen Bericht und was dann? Glaubt ihr, er hat keine anderen Cops auf seiner Seite? Es gibt nichts, was ich tun könnte, aber mit euch wird er nicht gerechnet haben. Okay. Tut uns leid, dass dein Boss so ein Arschloch ist. Aber ich denke, wir halten uns da raus. Danke. Und dein Bruder, wie sieht er das? Hey, wow, 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 wow. Er hat damit nichts zu tun. Gar nichts. Hör zu. Er wird da nicht mit aufhören. Versteht ihr das? Und ich kann ihn nicht ewig zurückhalten. Also müsst ihr handeln, und zwar schnell. Das ist eure einzige Chance. Was machen wir also? Jetzt gerade sollten wir zusehen, dass wir abhauen. Ich schicke euch einen Standort. Was? Wofür? Sie verschieben Ware. Folgt ihnen, dann seht ihr es. Der Rest liegt bei euch. Okay. Okay, Ihre Nachricht ist da. Wie es aussieht, liegt der Ort am Hafen. Wir treffen uns dann da. Wo fährst du jetzt hin? Und lässt es machen? Ich will möglichst viel über Torres rausfinden. Wir müssen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Ja, ich würde sagen, da sehen wir in der nächsten Folge. Das war jetzt äußerst spannend. Ich wurde eben ein bisschen abgelenkt, deshalb habe ich nicht richtig zugehört. Deshalb werde ich mir das auch gleich nochmal angucken, bevor ich die nächste Folge starte. Bis dann, Leute. Und tschüss.